In den Feuern des Mount Doom Schicksals Buried Labyrinth in Treasure Hunt 2 mit True Life dabei. Halleluja. Oh, ich bin's, euer, ich bin's Pfarrer Georgie und ich werde euch heute beibringen, was passiert, wenn man volle Frontale rein in so einen komischen Hexenverbrenner einrennt. Dann wird man nämlich ganz schön heiß um Eier. Und ansonsten geht's einem auch nicht mehr so gut. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und willkommen zurück zu Mario und Dick Willen. Ja. Das ist doch hier Mario. Ne, halt, die dicken Juwelen hatten wir schon, ne? Stimmt, die dicken Juwelen hatten wir schon mal. Ja, erinnere ich mich. War der auch von Mavo? Ja, der war von Mavo. Natürlich war der mit den dicken Juwelen von Mavo. Was erwarten wir eigentlich? Dass der Feuermagier da mal verpisst. Ja, echt? Was? Da war er wieder. Der guckt da aus dem Fenster raus, der kleine Wichsknödel. Nee. Gut, ich habe. Ja, Chris hat mich übrigens vor der Aufnahme gefragt, warum ich nur noch 5 jetzt inzwischen 4 Leben habe. Da habe ich ihn darauf hinweisen müssen, dass ich ihm ja auch schon ein paar abgeben musste. Dem Sauknödel. Alter, Nerv. Du musst dir schon die Erbsensuppe holen, sonst wird das nichts. Och, Mensch. Jungchen, da fehlen dir doch die Nährstoffe ohne die Suppe. Ich mag meine Erbsen nicht essen, du. Ja, und deswegen bist du jetzt auch gestorben. Wie Suppenkasper. Oh, warum habe ich denn nur noch 3 Leben? Ja, wie kommt es denn dazu? Ich bin der Erbsenkasper. Dass du ein Kasper bist, das wussten wir ja vorher schon. Machikuban, sind die größten Arschlöcher, die es gibt. Der Erbsenkasper. Ja, super. Töte ihn! Ist er ja wieder da. Sollte ich nochmal sterben, mach das Level erst zu Ende. Ich glaube, du kommst da besser durch als ich. Wow. Ich finde das kacke, dass der halt auch hinter diesen Vorhängen spawnen kann. Mhm. Da sieht man den halt echt nicht gut. Und auch die Feuerbälle nicht, ne? Ja, dass die hinter den Vorhängen langfliegen, finde ich voll scheiße. Finde ich voll kackerbrösel, tun. What up? Na gut, wir können jetzt auf Kommentare noch nicht so großartig reagieren, denn heute kam erst der erste Part. Ja. Ja, was halt eben war, eben, dass sich da mein Mikro so ein bisschen übersteuert hat oder so ähnlich, weil scheinbar, weil ich nicht die neueste Skype-Version hatte. Ja, und wenn es jetzt immer noch so sein sollte, Leute, dann tut es uns einfach leid. Wir können Skype-mäßig nichts groß dran rütteln. Nee, wir gehen dann einfach auf Discord. Ich hol mir das Leben, was am Anfang lag. Genau. Oh, achso, das ist... Ja, nee. Ach, Halleluja. Das ist ja ein Mädchen. Wir werden uns dann einfach mit Discord weiter beschäftigen, nehme ich mal an, weil TeamSpeak-Server nur wegen den Aufnahmen machen. Ich glaube nicht, dass sich das so richtig rentiert, ne? Nö. Es ist ein Mädchen. Halleluja! Du bist falsch. Ja, aber Chris, siehst du diesen Diamanten hier in der Ecke? Mhm. Den will ich! Du hast mir übrigens mit dem ersten Part direkt mit dem Partnamen vom zweiten weggenommen. Oh, rechts. Wolltest du den? Du hast doch gesagt, ich soll den zweiten Part, hier kommt das Boing nennen. Ja, jetzt habe ich den ersten so genannt. Ich wusste nicht mehr, ob das der erste oder der zweite war. Oh! Oh. Uiuiui. Halleluja! Ich wäre gestorben. Oh, ist das wieder Toads Grütze? Kann der nicht mal woanders seinen Hut aufsetzen? Nein! Toad, du kleiner Arschkramperich, ne? Sagt doch Friedrich die Fledermaus. Was habe ich in die Beschreibung geschrieben? Wieso sterbe ich denn an der Stelle? Das ist so beschissen! Du musst weiter reinhüpfen. Ich war in der Mitte! Nein, warst du... Ja, ich mag auch Salami! Da ist wahrscheinlich so ein Transistor auf die Pizza. Nee, da ist so ein Transistor gescriptet, der aber nur mit Mario gescriptet ist und Luigi. Du, 100 Pro! Ich schwör's dir, das ist wahrscheinlich so. Dass Luigi da einfach nicht durch kann. Ja, weil er Luigi ist. Ui, ui, ui. Mau, ich hasse dich. Weil er ein Luigi ist. Ja, da gibt es das Lied, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Luigi bin.
Da falle ich Erl aufs Kinn durch das Loch hinein, weil ich ein Leugi bin. Weil ich ein Leugi. Ja, das tut ganz schön weh und ich, mir ist kalt, denn da liegt Schnee. Und, weil ich ein Leugi bin. Weil ich ein Leugi bin. Weil ich ein Leugi bin. Wir schwimmen in Totzgrütze und kriegen auf die Mütze, weil wir Leugi sind. Und Erna bellt im Hintergrund und macht sich den Hintern wund, weil sie ein Leugi ist. Ach du lieber Gott. Verdammte Scheiße, was ist denn das für einer? Wir brauchen einen Erwachsenen. Keine Ahnung, ich werde den dicken Billy vom Spielplatz abholen. Wir brauchen einen Erwachsenen, Leute. Tschüss, dicker Billy. Tschüss! Wow, da steht die genaue 400, das sieht sogar Mario. Ja, dafür habe ich ein extra Leben gekriegt. Hast du? Cool. Mhm. Ja, Leute, und wie geht's euch? Ach, guck mal, der Leugi ist ja tot. Da kann ich auch das nicht von Anfang an? Ja, aber jetzt ist er richtig tot. Oh, scheiße, schon wieder Lava, wir brauchen einen Erwachsenen. Wieso braucht mir verlabern einen Erwachsenen? Weil es gefährlich ist. Kinder war der Boden doch auch Lava und da war das auch nicht... Hä? Geh du mal da lang, ich lass den... Wow. Da drüben ist nur der Diamant. Jetzt brauche ich einen Erwachsenen. Ja, jetzt kommst du nicht mehr zurück. Help! Send Helps! Help! Ich hab nen Herzinfarkt, Yugi, los ruf den Krankenwagen. Helps! Oh, ich bin Witz, geil. Hoffentlich gibt's auf der anderen Seite noch so einen. Wie sieht der denn? Wow! So, Helps. Gute Reise mit Trivago. Hotels bucht man so. Send Helps. Wow. Was ist denn hier los? Mavo hat den Hack gemacht, das ist hier los. Triggert. Triggert. Hier spricht Twiglybot 3000. Das Level ist kacke. Lol. Sus. Haha. Hihi. Haha, das ist ja witzig. Ach, Moment. Ich muss es ja spielen. So ein Kack. Nein, nein. Error, Error. Triggert, Triggert. Would you smooch a ghost? Yes. Triggert. Wieso? Das ist mir noch nicht triggert. Das ist doch geil. Würdest du etwa keinen Ghosty smoochen? Ja doch. Natürlich. Die brauchen auch Liebe. Lol. Ich sehe den Schlüssel. Nee, das ist ein extra Leben. Oh. Das erinnert mich so, na, ist das ein Schlüssel? Nein, das ist ein Stein. Oh, ist das ein Schlüssel? Yo. Wo war das nochmal? Ja, halt nicht mit Schlüssel, sondern ist das ein Mensch? Nein, das ist ein Stein. Oh. Ja, was ist das neben dem Stein? Ist das ein Mensch? Yo, ist ein Mensch. Ach, den Schlüssel muss ich jetzt hier echt mitnehmen. Ja. Okay. Wo ist der denn? Das glaube ich jetzt nicht, dass der da rechts drüben ist. Ja, na gut, Mammut traue ich alles zu. Oder hinter diesem Pfeiler. Ja. Mammo. Hey Mammo, wo ist denn der Schlüssel? Ja, hinter dem Baum. Warte. Vorsicht, da kommt gleich wieder Lars Feuerzunge. Ich hab doch extra schon die Beine bereit gemacht. Nein! Helps! Das ist kacke gemacht hier. Na, was erwarte ich eigentlich? Wir wissen doch, wer den Hack programmiert hat. Helps! Loi! Die Mucke, though. Ja, tschüss, ich bin raus, ihr Spastis. Ich drück den roten Notfallknopf und werd abgeholt. Ich geh jetzt zu meinem Helikopter, tschüss. Das funktioniert nicht, du bist grün und nicht rot. Pass auf, der Reismann ist wieder da. Ach ja, der Reismann, ich erinnere mich. Der gelbe Reismann. An deiner Stelle würde ich hochgehen. Wow. Ja, nicht in die Luft gehen. Ja, nicht nochmal Game Over gehen. Wow. Gelber Reismann, hilf mir. Ich bin ein Wackeldackel, bist du ein Wackeldackel, ich bin ein Kackeldackel. Ich wette, du musst da oben in diesen Schacht eine Bombe hochwerfen, weil da oben ein Block oder so. Irgendwie sowas, ja. Ich muss mich erstmal an meinen neuen Controller gewöhnen. Na, den Sprung will ich bei auch.
Sowas kannst du doch eigentlich nicht. Wie hast du das jetzt gemacht? Magie. Ich bin gefallen. Wieso habe ich das kommen sehen? Wieso habe ich das kommen sehen? Sag mal, da spielst du schon das einfachste Level aus der Welt wahrscheinlich und dann sowas. Ohne Spaß. Chris, du kriegst jetzt offiziell den Award zum Super-Leugi des Jahres. Ich bin gefallen. Los, liebe Kinder, verleiht ihm seine Medaille. Ich bin gefallen. Ich darf. Nimm mal den Chinesen mit, ich wette, der ist kompetenter als du. Bin ich froh, dass ich meinen Plan von vorhin nicht durchgesetzt habe. Was war dein Plan? Jedes Mal, wenn ich sterbe, was trinken. Oh. Warum machst du das nicht? Ich bin gefallen. Gefallener Krieger. Mhm. Hui. Komm mal mit. Ja, eigentlich will ich den gar nicht. Ich finde den hässlich. Oh. Was? Ich hab gesagt, du bist wunderschön. Ich bin eine Prinzessin. Siehst mir aus wie ein Prinz, triggert. Das Leben ist so extrem, wie man es haben will. Lulu. Pass auf, du brauchst das Springboard gar nicht. Oh doch. Mist. 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 Pass auf. Ist jetzt Marvo schon wieder verarschen? Ja. Okay. Und der kann mich mal. Der Zauberbeutel. 2 Jahre später. Und wenn ich morgen noch hier gestorben. Sitze. Ja, okay, hast du. Erbsensuppe! Verleitflügel! Was? Moment. Ja, aber nicht da, wo du sie gern hättest. Och, Mavo. Langsam sind wir hier shit auf deine Tricks. Wir sind shit auf seine Tricks? Ja. Ich weiß, dass du shit bist, aber auf seine Tricks? Ja. Du machst doch gar keinen. Bin ich. Also hier drin ist wirklich schön rot, muss ich ehrlich sagen. Also das ist eher pink für mich. Das Einzige, was rot ist, ist meine Sicht gerade eben, weil ich triggert bin. Du dummer Fotzenhobel, ey. Oh, sorry. Hab ich jetzt pink getriggert, weil ich es nicht als rot bezeichnet habe? Echt, sorry. Das Leben ist so extrem, wenn man es haben will. Jetzt mal ehrlich. Ich habe jetzt mal eine berechtigte Frage. Ja? Warum enden eigentlich so viele bayerische Nachnamen auf Huber? Und was heißt Huber? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne keinen einzigen Namen, der auf Huber endet. Ja klar, Sackhuber, Arschlochhuber, Fickendeihuber. Fickendeihuber, was? Wir haben hier im Dorf wirklich eine Familie, die heißt mit Nachnamen Fickendei, also mach dich da mal nicht drüber lustig. Wieso, geht's da wieder in den Safe Space oder was? Die Familie Fickendei hat keinen Safe Space, nicht mit dem Namen. Ja, ich wusste gar nicht, dass du schon in Bayern wohnst. Fickendei. Die Familie Fickendeihuber. Die ist bestimmt sehr, sehr gut angefreundet mit Familie Gerdinand und die haben Familienoberhaupt Gerd Gerdinand. Ja, Gerd Gerdinand Fickendei. Huber. Ach, sorry, ich hab das Huber vergessen. Triggert, triggert. Wo ist der Huber? Stell dir mal vor, du heißt Hubert Huber oder so. Hubert Huber. Ja, und wo ist am Huber da? Oder. Hubert Hubenduber. Der Hubert Hubertuber. Oder Trudel Hubeldubel. Trudel Hubeldubel. Na? Das haben wir True kaputt gemacht. Oder Frau Traudel Haudeldaudel. Frau Traudel Haudeldaudel Hubel Dubel Bubel. Ficken dein Huber. McChicken. Komm mal mit, Schlüssel, ich nehm dich jetzt mit. Ja, da gibt ein Leben, wenn du ihn durchs Ziel trägst. Ja, wenn's durchs Ziel gäbe. Ja, viel Spaß, ne? Ich sehe schon kommen, dass du dich da durch die Wand durchbackst, wenn du mit dem Schlüssel da weiter rein. Ja, ich auch! Durch das Loch da unten durchknallst. Oh. Na du? Na du?
Ideen für dich. You fucked up. Your man, der hätte ja voll an dir fast nicht in einem stinkenden Blupe. Fick der über. Doch, ficke der über. Ficke der über. Oh, Scheiße. So abgefickt der über, leider hier. Don't know if roter Block oder einfach nur so ein Kästchen da an der linken Ecke. Ist das dein Safe Space, die Ecke? Was hat er überhaupt mit den Netzen hier gemacht? Abgeschnitten. Die sehen nicht gesund aus. Oh, guck mal da unten. Oh, guck mal da oben. Wow, leck! Mega leck! So, da sind wir wieder. Da hat gerade bei True scheinbar irgendwer zu Hause gemeint, den Router neu starten zu müssen. Und deswegen hatte ich den Mega-Lag, weil die Connection weg war. Wird Zeit, dass in der Wohnung Marcel Davis vorbeischaut, dass ich da auch Internet habe. Da habe ich dann meine Ruhe. Na? Aber der Saubeutel, der kommt halt nie vorbei, der Marcel Davis, ne? Ja, der und wenn er dann mal vorbeikommt, dann geht er erst wieder, wenn alles läuft. Aber bei ihm läuft halt nie. Deswegen wohnt er dann bei mir. So ein Arschloch. Beteiligt er sich wenigstens an der Miete? Nö, der frisst nur mein ganzes Toastbrot auf und singt die ganze Nacht seinen leider geil Marcel Davis Song. Marcel Davis, leider. 1 und 1, 1 und 1. Dann singt er da: Mein Team und ich sind in 8 Ländern rund um die Uhr wieder. Marcel Davis, du hast kein Team mehr, du wurdest vor 5 Jahren gefeuert. Und dann säuft er mein ganzes Bier weg. Safe Space. Ja, Marcel Davis, meine Wohnung ist garantiert nicht dein Safe Space. Triggert. Ich sag dir das, ich hab schon dreimal beim Jugendamt angerufen, ob die nicht mal den Marcel abholen können. Die sagen aber nur bis 21 Jahre und der Marcel ist ja schon 46, deswegen wird das nix. Nee, wann habt ihr den bestellt, dass die da zu euch kommen? Den Marcel Davis? Ja. Den Marcel Davis haben wir noch gar nicht bestellt. Wir wollten eben noch warten, weil die Vermieter haben ja gesagt, von wegen, jojo, wir haben ja vorhin eine Internetverbindung laufen gehabt, die haben wir halt nur gekappt praktisch und nicht komplett außer Wand gerissen. Und wir wollten die jetzt halt fragen, ob wir nicht einfach den alten Internetpreis, den die gezahlt haben, auf den Mietpreis draufzahlen können praktisch und die den einfach wieder anschmeißen, weißt du? Mhm. Das wäre ja für die praktisch kein Mehraufwand. Die müssen ja nur mal kurz anrufen und sagen, ja, mach mal Internet wieder an, weißt du? Ja. Und wir würden das halt monatlich dann zahlen und dann müssten wir gar nichts mehr machen und hätten dann eine schöne 100k-Leitung, aber musste halt gucken, ob... Was ist denn das für ein Scheißsprung hier? Ja, habe ich mir auch gedacht vorhin. Ja, der eine ohne Spaß. Den hat er komplett verkackt. Ja, ich habe den gerade von komplett verkackt, hast du ja richtig erkannt. Ach komm, leck mich, ich kann die eh nicht mehr alle kriegen. Hallo. Hi. Ich kuschel gern mit Fledermausmaus. Mit Frederik Fledermaus? Ich glaube, das ist einfacher, wenn du klein bist. Kann sein, ja. Aber du kannst... Oh, so eine Scheiße! Sag ich doch, der Sprung ist total kacke. Weil die Kanten, die sind so doof. Können wir Lichtfliegen aktivieren? Ich mach gleich Wallhack-Angriff. Schnell nur noch genug Münzen mit, dann hast du wieder ein extra Leben. Ficken. Das ist auch total dumm. Warum werden die von Level zu Level resettet? Was wird resettet? Die Münzen. Wenn du ein neues Level anfängst, startest du immer mit 0 Münzen. Kann ich... Das heißt, wenn du jetzt hier mit... Wenn du jetzt mit den 98 Münzen aus dem Level hier rausgegangen wärst, ja? Ja. Nächstes Level ist wieder 0. Wohl oder übel, ja. Der Mavo, der hat einfach so einen riesigen Mittelfinger über das Spielergesicht. Wie riecht der? Als wenn du dir nach dem Kacken die Hände nicht gewaschen hättest. Ganz genau! Ja, ein riesiger Mittelfinger. Hast du dieses... Dünn. Der eine, der noch so 3 Stunden später kam, du hast den auch gehört, ja? So auf die Art, yo, ich komm 5 Minuten später, um dir nochmal eins reinzudrücken, du dummes Arschloch. Schicken die jetzt auch den Marcel vorbei. Yo. Oh Mann, echt, Mabo, was ist denn los mit dir? Ich sag jetzt was, ich versuch das jetzt noch einmal und für die Stelle können wir ein Safe State machen. Die ist scheiße. Ich meine, wir machen jetzt nicht
insgesamt Safe States oder so machen wir gar nicht, aber für die Stelle können wir eins machen, weil der Sprung einfach nur miserabel gemacht ist. Der hier auch schon nervig. Ja, aber den musst du halt nicht machen, den kannst du auch überspringen. Groß sind die noch schlimmer als klein. So, warte, mach hier mal ein Safe State. Mach mal hier mal ein Safe State. Moment. Sag, wenn du hast. F2, Moment. So, hab. Vielleicht also, brauchen wir den jetzt auch gar nicht. Wollte ich nur sagen, falls das jetzt klappt, haben wir gar keinen Safe-Lad. F3, oder? Nein, F4. Also sorry, Leute, aber die Stelle ist kacke. F3 ist Pick-State. Achso. Ich glaube, das hat dann auch nicht mehr viel mit Skill zu tun, sondern mit Glück, ob du wirklich die Kante... Ja, mach nochmal. Was ist das denn für ein Kack? Die Kante nimmst du immer mit? Mhm. Versuch mal klein zu werden. Ich versuch's noch einmal groß. Vor allem, du weißt doch nicht, wo das Seil zu Ende ist, weil das ein Custom Sprite ist. Hast du eben gesehen, da wollte ich noch ein Stück weiter runter, dann bin ich auf einmal in die Lava. Der Hackersteller gehört verprügelt! Also, nee, Leute, das soll jetzt wirklich nicht zur Gewohnheit werden. Wir wollen jetzt hier aber die Stelle schaffen und die ist kacke. Ja, ja. Gibt keinen Weg drumrum, ne? Leute, wir melden uns wieder, wenn wir den Sprung geschafft haben. Weil ich nein, Quatsch, Bock. Das war mal schön onscreen. Willst du das wirklich onscreen haben? Ja, natürlich, Digga, jetzt lad. Ja, das ist kacke. Backen halten. Kacke! Backe! Kacke! Ja, wenn du mal auf Klo musst, dann geh halt. Ich hab Kacke in der Hose. Bitte sterbe einfach mal nicht mehr. Was, sterben? Okay. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ich kann ja jetzt der Kackendreister nochmal auf F4 drücken. Ich kann ja auch Kackendreister das nächste Mal, wenn ich zu Besuch komme, dein PC umkippen und einen halben Liter Cola über die Elektronik kippen. Und das wäre nicht so gemein wie das, was du hier vorhast. Oh, da ist wieder Lars Feuerzunge. Echt? Ja. Ich dachte mal, das wäre Maros Stäbchen. Nee, das ist zu groß. Mensch, verdammte Scheiße, Friedrich Fledermaus. Das ist Florian, Mann. Ach, sorry. Der dich vor dem Part anrufen wollte, wenn du dich erinnerst. Ach ja, ich erinnere mich. Sie sprechen mit Florian. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Das war die Musik. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwie viel Ficken Hotline oder so. Ja. Ja, genau, ich weiß. Hallo, willkommen bei viel Ficken mit Florian. Sie sprechen mit Florian. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich glaube, so war das. Ja gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja, tschüss.